David Spiess, deine Meinung zum 2-1 Cup-Sieg gegen Kreuzlingen? Ja, es war ein super Cup-Spiel. Zum Glück haben wir gewonnen. Wir haben heute probiert, mal anders zu spielen. Nicht zu weit hineinstehen, Gegner früh attackieren. Starkes Pressing hat auch genützt. Haben wir gesehen, 1-0 ist durch Pressing entstanden. Dann, klar, zweite Halbzeit, die rote Karte für den Gegner. Ist für ihn dann spielentscheidend gewesen, also für den Gegner. Mehr haben sie dann dominiert. Ich finde, letztendlich ist es ein verdienter Sieg. Auch wenn er erst in der Verlängerung stand gekommen ist, war es ein starkes Spiel gewesen. Am Schluss haben wir sie verdient gewonnen. Ja, zur eigenen Leistung ist mein erstes Spiel gewesen, seit im Februar. Gutes Comeback für mich, ein paar Minuten Spielzeit war okay gewesen. Am Schluss noch das Assist zum Goal, bin ich froh. Ich bin froh, dass ich wieder mal gespielt habe. Super Gefühl. Dankeschön. Rio und Klaas, 2-1 Sieg im Cup. Deine Meinung zur Mannschaftsleistung und zur eigenen? Ja, ich denke, wir sind gut gestartet in den ersten 20 Minuten, haben unsere Chance erarbeitet, die aber nicht genutzt. Sind dann aber jedoch 1-0 in Führung gegangen, haben dann einen blöden Ausgleich gekriegt. Ja, ich denke, wir haben probiert weiter gegen Führung zu spielen und das ist uns, glaube ich, auch gelungen. Und dann sind in Verlängerung und ja, dann haben wir das cool gemacht durch eine super Einzelleistung von Miro. Und zu meiner eigenen Leistung. Ich denke, solid war, vielleicht noch ein bisschen Verbesserungspotenzial im Stellungsspiel, aber sonst